da uh, Zypresse habe ich vor 25 Jahren das erste Mal gesehen. Da bin ich hier in dieses Tal reingewandert, habe mich durch Gestrüpp und Brombeeren durchgezwängt, weil ich einen Esel hier rufen hören habe. Meine Eselin Lulu, die ihr später im Film noch kennenlernen werdet. Und da stand dieser Baum auf einem kleinen Platz von Brombeeren eingewuchert. Und der war so anders wie alle Zypressenbäume. Nicht nur, dass er viel älter war, es hat ihm auch die Spitze gefehlt. Und deswegen hat er so eine wunderschöne Krone ausgebildet, wie ihr gerade am Anfang des Films gesehen habt. Diese Krone ist was ganz Untypisches für Zypressen, die normalerweise sehr schlank und lang und spitz und groß sind. Und wenn eine Zypresse die Spitze verliert, dann stirbt sie in der Regel, weil sie nämlich dann den Kreislauf der Säfte nicht mehr schließen kann und sich quasi selber verdurstet. Die verblutet dann oben an der Bruchstelle. Dass diese Zypresse, obwohl sie ihre Spitze verloren hat, überlebt hat, ist was ganz Besonderes. Und es liegt daran dass die Nachbarbäume, die hier um sie herum wachsen, sie am Leben erhalten haben. Bäume besitzen die Fähigkeit, entsprechend soziales Verhalten an den Tag zu legen. Was eigentlich selbstverständlich ist, wenn man sich einen Wald anschaut, ist eigentlich sonnenklar, dass da eine große Gemeinschaft von Lebewesen zusammenlebt und dass die auf wunderbare Art und Weise genau ihren Platz einnehmen, der so groß ist, dass jeder genug hat und keinem anderen was wegnimmt. Allein das ist schon eine Kunst, die die Menschen ja kaum zustande bringen. Aber so haben Bäume noch darüber hinaus die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob sie anderen Bäumen, die verletzt worden sind, sei es durch Sturmeinwirkung oder durch menschliche Gewalt, entsprechend zu helfen, denen Nahrung zu liefern, und zwar über die Erde, über die Wurzeln. Die Wurzeln der Bäume breiten sich im gesamten Erdboden aus, und die haben eine Riesensfläche überall, wo ihr Bäume habt, die nicht weiter auseinander sind als 20, 30 Meter, vereinen sich die Wurzeln dieser Bäume in der Erde miteinander. Über diesen Kontakt der Wurzeln können die Bäume sich auch Informationen weitergeben. So, wenn zum Beispiel ein Baum von einem Schädling befallen wird, dann kann er die Information an den Nachbarbaum weitergeben und dieser Nachbarbaum kann sich entsprechend darauf vorbereiten, indem er zum Beispiel ätherische Öle ausstößt, die dieses Fraßinsekt nicht gerne mag und dann gar nicht erst zu dem Baum weiter wandert, weil es dort unangenehm riecht. Auf dieselbe Art und Weise können die Bäume aber auch Nährstoffe austauschen über ihre Wurzelkontakte. Und wenn da nun ein Baum steht, der ihnen besonders wichtig ist, dann wird dieser Baum am Leben erhalten. Und dieser Baum hier ist besonders interessant. Der dürfte beinahe 150 Jahre alt sein und das ist für Zypressen schon ein extremes Alter. Die meisten Zypressen werden nur ungefähr 100 Jahre alt. Und vielleicht maximal 120, viele werden auch nur 80 oder 90 Jahre alt, aber dieser Baum dürfte locker 150 Jahre alt sein. Ich kann das abmessen, indem ich versuche, meine Arme drum rumzulegen. Und da merkt man dann sehr schnell, dass meine Arme noch gar nicht rumreichen, dass der Stamm größer ist. Und das ist dann eindeutig weit über 100 Jahre alt. Und das bedeutet, dass dieser Baum wahrscheinlich einer der Urbäume war, der dieses Tal bevölkert hat. Vielleicht sogar der einzige Urbaum, der Mutterbaum. Von dem alle anderen Zypressen letztendlich hiermit abstammen. Ich bin durch dieses Tal seit 25 Jahren hunderte von Male gestreift und habe versucht, andere Bäume zu entdecken, die vielleicht ähnlich groß sind. Es gibt nur noch zwei, drei Handvoll andere Zypressenbäume, die annähernd so dicken ba Stammumfang haben und die dann um die hundert Jahre alt sein dürften. Aber dieser Baum ist der einzige mit einem solchen Stammummesser, dass ich mit solch einem Stammumfang, dass ich mit meinen Armen nicht drumrumlangen langen kann. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das der Mutterbaum dieser Zypressen hier in dem Tal ist. So ein Mutterbaum ist für diese anderen Bäume insofern sehr wichtig, weil er Erfahrungen mitbringt, die die anderen Bäume noch nicht gemacht haben. Dieser Mutterbaum liefert den Kindern entsprechende Informationen, mit was für einem Klima, was für einem Boden und so weiter sie es zu tun haben. Und dann haben die anderen Bäume das entsprechend einfacher, sich darauf einzustellen und ihr Ihren Stoffwechsel und Ihren Organismus zu optimieren. Das sind alles Dinge, die die Wissenschaftler gerade so entdecken oder wagen zu ahnen, weil wir nach wie vor nicht den Mut besitzen, uns einzugestehen, dass Bäume Lebewesen sind, die mindestens so hoch entwickelt sind wie wir Menschen. Bei den Indianern werden die Bäume als Brüdern und Schwestern äh, der Menschen bezeichnet. Damit wollen Sie sagen, dass die Bäume im Pflanzenreich genauso hoch entwickelt sind wie die Menschen im Tierreich. Wenn wir aber davon ausgehen, dass äh, das Tierreich sehr viel jünger ist als das Pflanzenreich, dann müssen wir uns eingestehen, dass die Pflanzen eine viel längere Entwicklungsgeschichte durchgemacht haben als die Tiere und vor allem der Mensch, der ist ja eigentlich das am kürzesten auf der Erde existierende Lebewesen. Und dass deswegen die Pflanzen natürlich wesentlich weniger wesentlich mehr Erbinformationen mitbringen, als das die Tiere oder die Menschen tun. Bei den Menschen ist eine große Menge an Erbinformationen, das sind äh, weit über 90 Prozent, die mit fast allen Tieren identisch sind. Selbst mit so einfachen Tieren wie Fröschen äh, teilen wir über 90 Prozent der Gene absolut identisch. Das heißt, das bisschen Material, was uns Menschen dann letztendlich ausmacht und charakterisiert, ist extrem wenig. Eine einfache Reispflanze zum Beispiel, hat schon zehnmal so viel Genmaterial als ein Mensch. Und das Ganze wird noch viel spannender, wenn wir entdecken, dass auch unser Verdauungssystem ganz ähnlich ist mit dem der Menschen. Bäume verdauen ihre Nahrung mit ihren Wurzeln im Erdboden, in dem schwarzen, fruchtbaren Humus. Dort leben Mikroorganismen, Bakterien wie Pilze, die die organischen Stoffe entsprechend vorbereiten die sie so klein machen durch ihren eigenen Stoffwechsel, dass letztendlich die Wurzeln diese kleinen äh, Nährstoffe aufnehmen können und entsprechend in den Baum dorthin transportieren können, wo sie gebraucht werden. Genau dasselbe Prinzip wenden wir Menschen an, indem wir unsere Wurzeln, in Anführungszeichen Wurzeln, wir nennen das Darmzotten oder Mikrovilli, das sind ganz feine, mikroskopisch kleine Darmzotten, die sich in unserem Dürndarm ausbilden und auf diesen Darmzotten äh, siedeln sich Mikroorganismen an. Wir nennen diese Siedlung von Mikroorganismen Darmflora. Diese Mikroorganismenansiedlung ist zwei bis drei Millimeter dick und erstreckt sich über eine Oberfläche, die ungefähr so groß ist wie ein halber Tennisplatz. Das heißt, wenn wir unsere ganzen Darmzotten inklusive den Mikrovilli aufschneiden würden und ausbreiten würden, hätten wir eine Oberfläche, die so groß ist wie ein halber Tennisplatz. Und darauf sitzen nun unzählige Mikroorganismen. In der Tat sind es ungefähr zehnmal so viel, als wir Zellen in unserem eigenen Körper haben. Das muss man sich mal richtig klar machen. Wir haben zehnmal so viel Lebewesen in uns, die mit uns leben, als wir körpereigene Zellen haben. Und dann wird klar, dass das genetische Material, was uns Menschen kodiert, nochmal entscheidend weniger Bedeutung hat als das Material, was diese Mikroorganismen mitbringen dieselben Mikroorganismen übrigens, wie sie an den Wurzeln der Bäume leben. Ungefähr 96% der Mikroorganismen, die, einem, die in einem gesunden Waldhumus zu finden sind, sind exakt dieselben Mikroorganismen, wie wir sie in unserem menschlichen Dünndarm haben. Und die anderen 4% sind nur deswegen anders, weil wir gekochte Nahrung zu uns nehmen, während wir Rohköstler dann wären die Mikroorganismen, die uns versorgen und die Bäume versorgen, wahrscheinlich zu 100 Prozent identisch. Darüber gibt es natürlich keine Forschungsergebnisse. Was wir allerdings aus der Forschung wissen, und da ist seit ungefähr zehn Jahren ein internationales, weltweites äh, Forschungsprojekt im Gange, das heißt Human Microbiome Research Project. Unter diesen vier Worten könnt ihr das im Internet entsprechend finden. Und da kommen alle zwei Jahre die wichtigsten Untersuchungsergebnisse zum Vorschein und die kann man dann sogar kostenlos abrufen. Und da haben die eben rausgekriegt, dass die Mikroorganismen im Boden eines Laubwaldes zu 96% dieselben sind wie in einem gesunden Menschendünndarm. Da haben die rausgekriegt, dass in uns Menschen zehnmal mehr Mikroorganismen leben, als wir körpereigene Zellen haben. Sprich. Das Genmaterial, was die Mikroorganismen mitbringen, ist ein hundert und tausendfaches von dem, was wir Menschen mitbringen. Und dieses Human Microbiome Research Project ist gerade am Anfang zu erforschen, inwieweit diese Mikroorganismen uns entsprechend zusätzlich zu dem, dass sie uns Nahrung ermöglichen, indem sie eben durch ihre Stoffwechselprodukte die Nahrung so klein machen, dass wir sie überhaupt erst in die Blutkreislaufbahn aufnehmen können, dass die zusätzlich auch auf unser Verhalten, auf unsere Gefühle, auf unsere Stimmungen, auf unsere Sinneserlebnisse usw. So Einfluss nehmen. Und da gibt es schon einige sehr deutliche Ergebnisse, wo man mit Antibiotikas bei Ratten gearbeitet hat. Ihr wisst alle, Antibiotika tötet Bakterien ab, aber Pilze nicht. Das heißt, die Hälfte der Mikroorganismen wird durch Antibiotika abgetötet. Das ist auch das Fatale, wenn ihr Antibiotika anwendet dann zerstört ihr das Gleichgewicht der Mikroorganismen in eurem Körper und dann nehmen die Pilze überhand und es gibt entsprechende Probleme und Krankheiten. Die Bakterien werden also durch Antibiotikas bei den Ratten abgetötet und dadurch verändert sich das Verhalten bei den Ratten. Die werden unvorsichtiger, die werden aggressiver, die werden weniger intelligent. Und es ist in unterschiedlichen Versuchen, ob die durch Labyrinthe finden müssen oder ob sie auf offene Plätze raustreten sollen und so weiter, sehr deutlich zu sehen, dass das Verhalten der Ratten sich verändert, dadurch, dass sich die Mikroorganismenzusammensetzung in ihrem, in ihrer Darmflora verändert. Wir sind bei diesen Untersuchungen ganz am Anfang. Ich bin überzeugt davon, dass es dazu führen wird, dass wir erkennen, dass wir Menschen nicht mehr sind als alle anderen Lebewesen hier auf der Erde. Und dass wir eben gerade durch diese Mikroorganismen, die wir alle miteinander teilen, alle Tiere, alle Pflanzen ernähren sich in einer Symbiose mit entsprechenden Mikroorganismen. Und die Tatsache, dass diese Mikroorganismen letztendlich alle Lebewesen hier auf dieser Erde miteinander verbinden, macht mich so gut wie sicher, dass wir auch alle irgendwo gleich sind, dass wir alle irgendwo miteinander verbunden sind und dass wir gar nicht uns großartig anders verhalten können als andere Lebewesen hier auf dieser Erde. Ich möchte euch ein anschauliches Beispiel geben. Ihr esst einen Apfel, der Apfel wird verdaut von den Mikroorganismen. Wir nehmen Teile dieses äh, Stoffwechselproduktes, den die Mikroorganismen zur Verfügung stellen, in unseren Körper auf und versorgen damit unsere Notwendigkeiten. Ein Großteil von der Nahrung geht äh, als Düngemittel wieder hinten raus aus dem Menschen. Wir nennen das Dung bei den Tieren oder Mist. Bei den Menschen nennt man es meistens Kacke, äh, was vom griechischen Kako kommt und heißt, heißt schlecht. Aber das, was da hinten rauskommt aus dem Menschen, ist nicht schlecht, sondern das ist fruchtbarste Materie, die durch Mikroorganismen entsprechend weiter kompostiert werden kann und dann zu wertvollem Humus werden kann. Und deswegen ist es eigentlich auch ein Verbrechen, dass wir Menschen alle Wasserspülungen verwenden auf unseren Toiletten. Sogenannte Wasserklosetts. Closed mit Wasser. Water Closets. Das ist eine englische Erfindung, das sagt schon der englische Name, und ist eigentlich das Perverseste, was sich die Menschen bisher so ausgedacht haben, abgesehen von so neuen Technologien wie Radioaktivität und Mikrowellenstrahlung. Auf die Art und Weise wird nämlich das wertvolle Material, was wieder zurück in den Boden müsste, wo die Nahrung ja hergekommen ist und wo der Kreislauf sich schließen könnte, vernichtet, indem er mit viel zu viel Wasser zum Faulen gebracht wird und eben nicht mehr kompostiert werden kann. Unser Stuhlgang, wenn er nass gemacht wird, kühlt so stark ab und wird so nass, dass die Mikroorganismen, die normalerweise unseren Stuhlgang abbauen würden, nicht mehr arbeiten können. Es ist zu kalt und zu nass für die. Nur noch ein paar wenige Fäulnisbakterien können sich in diesem Milieu halten, und die sorgen eben dann dafür, dass das Ganze richtig das Stinken anfängt und alles Mögliche vergiftet. Unser Grundwasser wird belastet. Wir müssen Kläranlagen betreiben mit einem Riesenaufwand, was viel Geld kostet und Energie kostet und letztendlich immer noch nicht dazu führt, dass die Reststoffe unserer Nahrung wieder zurück auf den Acker kommen. In der Permakultur wird so gearbeitet, dass es keinen Abfall gibt. In der Permakultur gibt es deswegen auch nur Komposttoiletten. Da wird alles, was wir nicht verarbeitet haben und es sind über 90 Prozent der gesamten Nahrung, die wir zu uns nehmen, eben kompostiert. Und dann wieder zurück auf den Acker gebracht. Dadurch schließt sich ein Kreislauf. Dadurch müssen wir nicht düngen. Wir können mit Tiermist entsprechend noch ein bisschen beisteuern, damit es wieder sich zu 100 Prozent schließt, dieser Kreislauf. Aber der schließt sich auch, wenn wir entsprechendes Grünmaterial zur Düngung mit einsetzen. Wenn Laub von den Bäumen runterfällt und auf die Beete fällt und dort kompostiert wird von den Mikroorganismen, dann entsteht wieder ausreichend Kompost, der im nächsten Jahr wieder entsprechend Nahrung für uns zur Verfügung stellen kann. Wenn wir dieses System begriffen haben, dass die Mikroorganismen letztendlich das Connecting Link sind, was alles miteinander verbindet, alle Lebewesen, die hier auf dieser Erde leben, teilen diese Mikroorganismen. Alles, was wir an Nahrung zu uns nehmen, wird von denselben Mikroorganismen verarbeitet und letztendlich zu Kompost und Humus in die Erde zurückgegeben. Jetzt stellt euch mal vor, ihr sterbt. Auch da haben die Menschen wieder eine perverse Idee entwickelt, die vor allem mit dem Christentum einhergeht. Wir werden in eine Holzkiste eingesperrt und werden ein paar Meter unter der Erdoberfläche vergraben. Warum tut man das? Weil dort keine Mikroorganismen da sind, die uns kompostieren könnten. Anstattdessen verfaulen wir da unten und es dauert sehr lang und wir haben die Hoffnung, dass es länger dauert, als wir die Chance bekommen, wieder aufzuerstehen. Ein dummes Märchen, was uns da erzählt wird seit Jahrtausenden, Woran sich aber viele Menschen klammern, weil sie Angst haben vor dem Sterben. Dabei ist Sterben eigentlich was Wunderschönes. Wir können aus diesem Rippenkäfig, in den wir 80 Jahre eingesperrt sind, raus und wir können uns wieder auflösen. Wir kompostieren in den Humus zurück. Alle unsere Zellen, alle unsere Atome, nichts geht verloren. Alles wird komplett kompostiert, aufgelöst in kleinste Verbände, die wiederum Nährstoffe sind für Pflanzen. Für die Mikroorganismen, für die Pilze, für die Bakterien. Und jetzt stellt euch vor, auf dieser Humuserde wächst wieder eine Pflanze, die ein Gemüse hervorbringt. Wächst wieder ein Obstbaum, der einen äh, Apfel hervorbringt, den wir essen können. Das heißt, alle diese Teile, die aus uns kompostiert werden zu Humus, werden wieder eingebaut ins Leben. Das heißt, wir gehen gar nicht verloren. Wir sterben gar nicht in dem christlichen Sinne oder in unserem zivilisierten Sinne, wo wir die Vorstellung haben, dass wir uns auflösen dass wir verschwinden. Wir verschwinden überhaupt nicht. Wir verändern nur unsere Form. Und zwar eben wiederum in kleinste äh, Lebensbausteine, die von den Pflanzen und den Tieren wieder aufgenommen werden können. Und wenn wir dieses Bild fortdenken, dann leben wir in allen Lebewesen. Warum? Weil wenn wir uns kompostiert haben, dann kommen auch kleine Tiere, die einen Teil von uns woanders hintragen. Und dann kommen Vögel, die was wegpicken und woanders hintragen mit ihrem Kot wieder in die Erde bringen. Das heißt, unser ganzer Leichnam wird verteilt. Auf ein paar hundert Meter mag sogar sein, auf ein paar Kilometer. Und all diese Teile von unserem Körper werden auf diesen paar hundert Quadratmetern oder Quadratkilometern von den Pflanzen, die diesen Humus entsprechend bevölkern und bewachsen, aufgenommen und bilden neue Pflanzen und neue Früchte. Und dann kommen wieder Tiere her und essen von den Früchten. Es kommen unter Umständen auch unsere Kinder her und essen von diesen Früchten. Das heißt, die nehmen Teile der Moleküle und der Lebensbausteine, die wir in den Kompostprozess in die Erde zurückgegeben haben und die die Pflanzen wieder aufgenommen haben, um sich zu entwickeln und Frucht zu bilden, die nehmen andere Lebewesen und unsere Nachkommen wieder auf. Das heißt, alles, was hier lebt, enthält letztendlich Lebensbausteine, die schon mal irgendwo in Lebensformen entsprechend vorhanden waren. Und so auch wir Menschen. Auch wir Menschen leben schon seit ein paar Jahrzigtausend hier auf dem Planeten. Die äh, ältesten Menschenfunde sind drei, vierhunderttausend Jahre alt. Und es sind so viele Generationen von Menschen, dass es da schon mathematisch so ist, dass in jedem Lebewesen, in jeder Pflanze, in jedem Tier, in jedem Menschen Teile, Lebensbausteine von früheren Menschen mit eingebaut sind. Das heißt, wir sind nicht isoliert. Wir sind eigentlich komplett verbunden. Wir sind nur ein ganz begrenzter, konzentrierter, auf eine bestimmte Form konzentrierte Mensch für 80 Jahre. Und danach sterben wir nicht etwas, sondern danach befreien wir uns in einen neuen Entwicklungsprozess, in dem diese Zellen und diese Atome und Lebensbausteine wieder in neue Lebensformen eingebaut werden. Die dürfen da reinfließen, dürfen neue Früchte entwickeln und dürfen wiederum Nahrung werden für andere Lebewesen, die nach uns kommen, die mit uns leben und die das Ganze entsprechend weiterführen. Ihr versteht, da löst sich jede Angst vor dem Tod auf. Es gibt gar keinen Tod. Es gibt nur einen Prozess, wo sich unsere momentane Form, die aussieht wie ein Mensch, auflöst, aber eben nur so weit, dass alle Lebensbausteine, die uns davor gestaltet haben, wieder zurückgeführt werden in eine Urform, wo andere Lebewesen sie wiederum als Nahrung nutzen können und neue Lebensformen entwickeln können. Und da gibt es viele Lebensformen. Da gibt es Pilze, die kommen auch mal für ein paar Tage und Wochen kommen die aus der Boden, aus dem Boden raus, um fruchtbar zu sein, um sich zu vermehren, und danach verschwinden die wieder im Mikroorganismenkontext unter der Erde. Genauso ist es mit anderen Tieren, mit anderen Pflanzen. Alles kommt aus diesem Mikroorganismenkontext heraus, wächst, entfaltet sich, ist fruchtbar und hat ein entsprechendes zu Sozialleben, weil die Kinder werden dann auch entsprechend beschützt und auch großgezogen. Und da entsteht eine Lebensgemeinschaft, ob das bei Pflanzen im Wald der Fall ist oder bei Menschen in einer Familie oder in einer Lebensgemeinschaft, ist letztendlich das Gleiche. Und dann treten wir wieder ab. Die Kinder bekommen den Raum, den wir davor belebt haben. So ist es bei Bäumen, so ist es bei Menschen. Und es ist ein wunderschöner Kreislauf. Und alles wird durch dieses Geheimnis der Mikroorganismen miteinander verbunden. Die Wissenschaftler stehen da ganz am Anfang. Die haben noch kaum eine Ahnung, was da wirklich passiert. Es ist aber sehr spannend zu beobachten, dass sie langsam dahinter kommen, dass die großen Religionen mit ihren Formulierungen, dass es kein Ego gibt, wenn man sich überlegt, wer soll denn dieses Ich sein? Wenn zehnmal mehr Mikroorganismen mit tausendmal mehr Genmaterial in uns und mit uns zusammenleben, dann können wir doch nicht tatsächlich von einem Ego reden, von einem Ich. Wer ist denn dieses Ich? Bestenfalls sind wir doch ein Wir, in dem diese ganzen Mikroorganismen zusammenwirken. Wir sind im Prinzip eine Symbiose, ein Ökosystem, in dem eine Symbiose von unseren Zellen mit den Mikroorganismen zusammen existiert. Und dieses Ökosystem besitzt zwei Beine und zwei Hände. Und es besitzt einen Geschlecht, es besitzt Gefühle, es besitzt ein Herz, es besitzt eine Kreativität und eine Genialität. Und all dieses wirkt zusammen in dieser speziellen Form von Mensch und wenn wir unsere aufgabe erledigt haben dann sind wir wieder frei uns neu zu entwickeln wer sagt denn dass es nicht viel angenehmer ist ein baum zu sein als ein mensch wir wissen das ja alles gar nicht weil wir uns auch gar nicht bemühen mal in so ein lebewesen wie so ein baum uns hineinzuversetzen es ist einfach erstmal nur erschreckend für uns dass ein baum da steht der steht einfach nur da jetzt wenn man sich den baum anschaut 150 jahre lang steht der da und dann denkt man sich oh gott 150 Jahre lang und er kann sich nicht bewegen, der kann nicht wegrennen und er kann auch nirgendwo hinrennen, wo es ihm vielleicht besser gefallen würde. Jetzt würde ich die Frage aber einfach mal umdrehen. Wenn der 150 Jahre da steht und er hat sogar so einen schlimmen Unfall überlebt, wie dass ihm sein Kopf abgebrochen ist und er lebt immer noch, dann muss das ein ganz besonderer Ort sein, an dem der lebt. Wahrscheinlich ist es der Ort, an dem er sich so gut fühlt und an dem es ihm so gut geht, dass er eben älter werden kann, als das normalerweise der Fall sein würde. Und das ist etwas, was für uns Menschen sehr schwierig ist. Wir haben in unserem Leben immer wieder den Wahn, dass wir Freiheit brauchen. Es hat uns die französische Revolution letztendlich dann äh, Gehirn gewaschen, dass es sowas wie Freiheit überhaupt gibt. Wenn wir in die Natur gucken, dann sehen wir, Lauter Lebensformen, die sich auf relativ begrenzten Raum abspielen. Lediglich in den großen Weltmeeren gibt es äh, Bewegungsformen, die sehr, sehr weit ausgedehnt sind. Also die Bewegung der Wale oder der Haie oder anderer Leb Meeresbewohner, die sind riesengroß, die gehen unter Umständen mehrmals um den ganzen Globus rum. Da sind Menschen überhaupt nicht dafür geschaffen. Und die meisten Säugetiere auch nicht. Wir Menschen sind abhängig von einer bestimmten Wärme, sprich einem Klima. Wir sind abhängig von bestimmten Nahrungsmitteln. Wir können unter Wasser gar nicht so viel Nahrung finden, wie wir bräuchten. Vor allem können wir unter Wasser auch nicht atmen. Das heißt, wir brauchen auch Luft zum Atmen. Wir brauchen Wasser zum Trinken, und zwar Süßwasser. Und das muss eine halbwegs gute Qualität sein. Und wir brauchen einen Ort, an dem wir schlafen können. Unter Wasser können wir nicht schlafen. Wir können nur auf der Erde schlafen. Und am besten irgendwo geschützt, in einer Höhle oder unter einem Baum oder gar in einem Baum. Das heißt, auch wir Menschen sind, aufgrund der Art, wie wir gestaltet sind als Mensch, ein ganz spezielles Säugetier. Und mit diesen ganz speziellen Charakteristika, die wir haben, sind wir auf ganz bestimmte Lebensräume festgelegt. Klar, wir können anfangen, Bäume abzuhacken und die zu verfeuern und mordsmäßig damit rumzuheizen und äh, die Umwelt mit Abgasen verschmutzen und die Wälder vernichten und was weiß ich alles, nur um irgendwelche Häuser in äh, Klimazonen zu beheizen, wo wir Menschen eigentlich gar nicht leben können. Genauso gibt es Wärmezonen, die sind zu heiß. In der Wüste wird es sehr schwierig, da gibt es nur ein paar wenige Menschen, die die Technik entwickelt haben, mit dieser heißen Wüste und dieser sehr kalten Nächte in der Wüste zurechtzukommen. Wir sollten eigentlich als Menschen uns wieder bewusst werden, dass diese ganzen Probleme, die wir schaffen, die wir heutzutage mit Umweltschutz oder Umweltverschmutzung und Umweltproblemen usw. Und so bezeichnen, eigentlich damit zu tun haben, dass wir angefangen haben an eine Art von Freiheit zu glauben, die es überhaupt nicht gibt. Wir Menschen haben nämlich gar nicht die Freiheit, da zu leben, wo es uns gerade mal so passt. Wir haben nämlich nur die Freiheit, da zu leben, wo auch die Nahrung, die Temperatur, die Luft, das Wasser, der Schlafplatz und alles, was wir eben für die Grundlebensbedürfnisse nötig haben, zur Verfügung stehen. Und wenn wir da mal wirklich uns darum bemühen, zu beobachten, ob alles das, was wir an Grundlebensbedürfnissen brauchen, an dem Ort, an dem wir leben, überhaupt befriedigbar ist, vor allem insbesondere von Großstädten, da kann man das ja eigentlich überhaupt nicht befriedigen. Da wächst keine Nahrung, da gibt es nur schlechte Luft. Da ist es laut, sodass man nicht richtig schlafen kann. Da gibt es Mikrowellensmog und Elektrosmog und was weiß ich alles für Probleme. Ist eigentlich ein völlig unwirtlicher Lebensraum. Und genau da konzentrieren sich die Menschen drauf, weil sie das mit Freiheit verbinden. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen, was für eine seltsame Form von Freiheit es das ist, den, dass die Freiheit das ist, welche die Menschen glauben, in der Stadt verwirklichen zu können. Wenn ich mir die Menschen in der Stadt anschaue, habe ich nicht den Eindruck, dass die glücklicher sind als Menschen, die auf dem Land draus leben. Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass es denen besser geht, als es den sogenannten primitiven Kulturen geht, wie wir sie in Afrika oder Südamerika oder in Irian Jaya kennen. Meistens sehen diese Menschen viel trauriger aus. Die Lebenserwartung dieser Menschen ist niedriger als die von den Menschen, die draußen in der Natur leben. Die Allergien und alle Zivilisationskrankheiten in der Stadt sind viel problematischer. Und letztendlich ist da überhaupt keine Freiheit. Wir er erkaufen uns unter Erzwingung, von Umweltverschmutzung und Ausbeutung, auch der dritten Welt und was wir sonst noch alles den anderen Menschen und Lebewesen dieser Welt wegnehmen. Mit Gewalt erreichen wir eine merkwürdige Form von Freiheit, die aber so ungesund ist, dass sie letztendlich keine Freiheit darstellt. Wir brauchen einen Irrsinnsaufwand an Technik, um unsere Gesundheit halbwegs aufrechtzuerhalten. Wir brauchen Unmengen an Krücken. Ob das ein Auto ist oder ob das ein Rollstuhl ist, ist es ziemlich egal. Wenn wir an dem Ort leben würden, an dem wir gesund und glücklich sind, dann bräuchten wir weder ein Auto noch einen Rollstuhl, weil wir nämlich gar nicht in die Situation kämen, behindert zu werden. Aber all diese merkwürdigen Ideen von Freiheit, die behindern uns letztendlich glücklich zu werden, weil wir gar nicht erkennen, wo der Ort ist, der für uns gedacht ist. Und die Bäume, die haben da eine ganz andere Technik. Die werden von ihrem Mutterbaum ausgesät. Da gibt es Vögel und da gibt es äh, Tiere und Menschen, die auch die Früchte von den Bäumen essen, und dann gehen wir woanders hin und scheiden das wieder aus, indem wir da einen Düngerhaufen hinmachen und da sind die Samen drin. Und da kann der neuer Baum wachsen. Und wenn er da nicht wachsen kann, dann wächst er da eben nicht. Dann kümmert er so ein bisschen aus der Erde raus und dann wird er von irgendeinem passierenden Tier oder auch einem Menschen unter Umständen gegessen. Aber da, wo der Baum an seinem optimalen Standort gepflanzt wird, da entsteht ein Baum, der wird so kräftig und so stark, dass er sich durchsetzen kann gegen Verbiss von wilden Tieren, die vorbeigehen. Und der wird unter Umständen so beeindruckend, dass ihn sogar die Menschen in Ruhe lassen. Was leider nicht immer der Fall ist, weil die Menschen dann oft besonders beeindruckt sind von einem sehr schönen Exemplar, ob das jetzt ein Tier ist, wo man dann unbedingt den Zwölfender schießen muss, obwohl das eigentlich das beste Tier ist, um dieses Rudel fortzuführen anstatt die schwachen und alten und müden Tiere rauszunehmen. Und so ist bei den Bäumen auch. Wenn wir den Wald beobachten, und ein aufmerksamer Förster weiß das natürlich auch, wenn er den ba Wald als Urwald gestalten möchte, dann lässt er natürlich die gesunden und starken und besonders schönen Bäume stehen. Aber wenn wir die Bäume nur dazu haben, um Papier draus zu machen, dann wollen wir natürlich die größten, weil es am billigsten ist für die Arbeit. Da ist eine Fällung und wir haben doppelt so viel Holzmaterial. Aber an und für sich sind diese Bäume, denen es gut geht, und die sehr groß und sehr fruchtbar und sehr schön sind, heilig sind auf ihre Art und Weise. Das sind die Bäume, die eben genau an dem Standort leben, wo sie hingehören. Wo eben der Zufall dazu geführt hat, dass es ihnen gut geht. Dass sie glücklich sind, dass es ihnen gelingt, gelückt. Glück, Glück passiert da, wo das, was für uns gut und wichtig ist, mit dem zusammenkommt, wo wir sind. Da entsteht Glück. Da gehören wir hin. Und dieses Form von Hingehören, von Zugehören, von daheim sein, das kennen wir alle fast gar nicht mehr. Weil wir können ja einfach irgendwo was mieten. Und wenn es uns da nicht gefällt, dann ziehen wir halt um. Aber dass wir wieder einen Instinkt entwickeln, wie ein Baum, den Ort zu finden, wo wir hingehören. So wie mich dieser Baum so fasziniert hat, dass ich gesagt habe, hier will ich bleiben. Und so wie der schon gelitten hat, hier möchte ich sein. Ich kenne dieses Leiden aus meinem eigenen Leben. Und ich möchte sicher gehen, dass ich diesem Baum helfen kann, dass ich hier einen Raum kreieren kann, wo er geschützt leben kann. Und das ist die Dancing Tree Farm geworden. Die tanzenden Bäume. Für mich sind Bäume eben keine statischen Lebewesen, die unfrei sind, sondern es sind Lebewesen, die über diese Mikroorganismen... Über diesen Kontakt unter der Erde, wo sie mit allen anderen Bäumen miteinander verbunden sind, wo sie in Bruchteilen von Sekunden über Hunderte von Kilometern Informationen austauschen können. Das können wir Menschen noch nicht mal. Ja, gerade mit dem Handy vielleicht. Aber was für einen Schaden verursacht diese Mikrowellenstrahlung? Die Bäume können das, ohne dass sie ein Handy dazu brauchen. Und die Druiden, die mit Bäumen wirklich in Kontakt treten können, die können mit den Bäumen auch reden und die können von den Bäumen auch Informationen bekommen. Das ist wie ein Telefon. Auf einem Kontinent, wo die Wurzeln alle miteinander verbunden sind, kann ein Druide mit einem Baum über Hunderte von Kilometern, über Tausende von Kilometern Informationen austauschen und Informationen empfangen. Das sind Dinge, die uns heute vielleicht ein bisschen merkwürdig anmuten, aber wenn die Wissenschaft noch ein bisschen weiter ist und wenn die erkennen, dass elektromagnetische Wellen an den Wurzeln ausgesendet werden und dass die bei den anderen Wurzeln angenommen werden und weitergeleitet werden, dann sind wir bei was ganz ähnlichem wie im Handy, nur dass die mit Mikrowellenstrahlung eben nicht arbeiten sondern dass die mit einer relativ langweiligen elektromagnetischen Strahlung arbeiten, so wie unser Gehirn auch. Das nennt man diese extrem lange Frequenz, elf abgekürzt, extreme long frequency. Und diese elf Wellen, die benutzen alle Lebewesen. Das machen die Bäume an den Wurzeln, das machen wir in unserem Gehirn. Und damit können wir kommunizieren, wir brauchen keine Handys, abgesehen davon, dass wir in der Regel gar nicht wissen müssen, was tausend Kilometer von uns entfernt passiert. Und so möchte ich hier auf der Dancing Tree Farm einen Raum schaffen, wo man wieder erleben kann, wie man sich fühlt an einem Ort, wo man hinkommen kann und alles zurücklässt. Es gibt kein Handy, es gibt keinen Strom, es gibt nur Komposttoiletten. Es gibt sogar Warmwasser, ein richtiger Luxus, den machen wir mit der Sonne warm, das Wasser. Aber das Wasser kommt aus einem Brunnen und es gibt nur so viel Wasser, wie der Brunnen hergibt. Wenn der Brunnen eben weniger Wasser hat, weil es trocken wird, dann muss man eben weniger duschen. Und alles, was hier wächst, die ganzen Bäume, die hier sind, und die vielen Bäume, die ich auch noch gepflanzt habe, die sollen alle frei sein, die sollen alle sich so entwickeln dürfen, wie sie möchten. Natürlich essen wir von den Bäumen, aber das Schöne ist, dass wir erleben, dass wir mit den Bäumen zusammenleben, dass diese Bäume für uns wichtig sind, dass die uns beeinflussen, dass wir Erlebnisse haben mit den Bäumen dass wir mit den Bäumen arbeiten können, auf druidische Art und Weise genauso wie auf eine ganz kindliche Art und Weise, in einen Baum hineinzuklettern, in den Baum ein Baumhaus bauen, in den Baum schlafen, unter einem Baum sitzen, mit einem Baum meditieren. Wir machen hier zum Beispiel Pure Nature Yoga und da arbeiten wir sehr viel mit den Bäumen zusammen, weil die Bäume eben auch die Energie atmen, wie der Mensch auch. Wenn wir im Yoga einatmen und die Arme nach oben nehmen. Atemstillstand und dann ausatmen. Atemstillstand. Stillstand. Einatmen. Jeder kennt diese Übung, auch wenn er noch kein Yoga gemacht hat. Jeder weiß, wenn ich einatme, ist fein, wenn ich die Arme nach oben nehme und wenn ich ausatme, ist fein, wenn ich die Arme nach unten nehme. Auch wenn ich Kraft entwickeln will, atme ich aus. Wenn ich Energie aufnehmen muss, wenn ich müde bin, dann muss ich einatmen. Und dann atme ich tief ein, ich atme bis in den Bauch. Und dann, wenn ich ausatme, filter ich die Energie aus der Atemluft raus und gebe die Atemluft raus und habe das Prana, wie die das in Asien nennen, in meinen Körper hinein geatmet, gefiltert. Und das macht der Baum auch. Der atmet genauso. Und die ersten Übungen, die die... Äh, Druiden und äh, Schamanen und Medizinmänner und wie immer man sie nennen mag, mit, gemacht haben mit Energien. Ganz am Anfang war das viel wichtiger für die Menschen, Energie zu atmen. Da legen wir heute nicht mehr so viel Wert drauf, weil wir gar nicht mehr so viel Energie für unser Leben brauchen. Wir haben ja lauter Krücken, mit denen wir uns durchs Leben bewegen. Ob das jetzt ein Auto ist oder ein Fahrstuhl oder eine Rolltreppe oder was weiß ich alles. Wir müssen ja gar nicht mehr so viel körperliche Energie aufbringen, wie wir das ursprünglich tun mussten als. Lebewesen in der freien Natur. Und da war es viel wichtiger, diese ganze Energie aufzunehmen und dieses Prana entsprechend herauszufiltern. Und die ersten Übungen, die die Menschen damals gemacht haben, waren Streichelübungen am Baum. Die sind einfach hergegangen und haben den Baumstamm wie in anderen Menschen ernst genommen, wahrgenommen und haben die Energie, die hier in diesem Baum auf und absteigt, durch entsprechende Streichelbewegungen mit aufgenommen. Wurzelenergie aufnehmen, Atemstillstand. Blatt und Himmelsenergie aufnehmen, Atemstillstand. Und das macht man dann ein paar Mal. Und beim dritten, vierten Mal kann man die Energie, die sich dann in den Hirnflächen aufgestaut hat, vom Baum abnehmen und hier in unser Energieschakra aufnehmen in den Bauch. Und dann gibt es noch ein letztes Ausatmen. Und wir verbinden unseren Energiestrom über unseren Basischakra in die Erde, in die Wurzel hinein. Ich nenne es gern das Wurzelchakra und das Scheitelchakra, was oben mit der Baumkrone zusammenhängt. Kronenschakra. Baumkrone. Wir nehmen sogar dieselben Worte dafür, für dieselben Energiebereiche, was da stattfindet. Wenn wir die Sprache ein bisschen aufmerksam belauschen, werden wir viele Dinge entdecken, die in der Sprache uns eigentlich die Inhalte liefern, die wir vergessen haben. Wie eben zum Beispiel, dass Freiheit überhaupt nicht existiert als ein absolutes Gut. Von was können wir denn frei sein? Von allem? Also Freiheit, was ist Freiheit? Freiheit nicht mehr essen zu müssen? Freiheit nicht mehr schlafen zu müssen, Schla Freiheit nicht mehr atmen zu müssen, Freiheit keine Gefühle mehr auszutauschen. Ja, wie schrecklich wäre denn das? Ja, wir wollen Freiheit von unangenehmen Gefühlen. Ne? Was sind denn unangenehme Gefühle? Stress? Hm, Stress ist eigentlich kein Gefühl. Stress ist ein Energieproblem, was wir in unserem Körper selber verursachen. Gefühle sind Freude und Trauer. Alles, was sich in diesem Spektrum zwischen Freude und Trauer abspielt, sind Gefühle. Und beide Gefühle sind eigentlich gleich wertvoll. Wenn ich mich über etwas freue, hey, Elaya, komm her, da kommt unsere Katze zu Besuch, die maunzt im Hintergrund. Komm, mein Spatzel, jo, komm her hier. Zwischen Freude und Trauer. Wenn ich mich freue, da gibt's den Satz, geteilte Freude ist doppelte Freude und geteilte Trauer ist halbe Trauer. So wie ich vorher erklärt habe, dass alles, was entsteht, einen Transformationsprozess durchmacht. Das heißt, es entsteht nicht tatsächlich, sondern es entwickelt sich nur eine Form. Und diese Form bleibt für eine gewisse Zeit erhalten und lebendig und dann löst sich die Form wieder auf und es gibt neue Formen. Komm her, mein Spatz. Ui, ei, ei, ei. Hallo. Das ist Elaya, unser katze hm? Die stammt von einer ganz normalen poplichen Tigerkatze. Wieso da so was Edles draus rauskommt, können wir uns gar nicht erklären. Aber es ist so. Und es ist wunderschön. Und so ist es auch hier mit den Bäumen. Da kommt ab und zu mal was ganz Edles raus und man kann es gar nicht vorhersehen. Es ist einfach da, weil es am richtigen Ort passiert. So, zurück zu den Gefühlen. Wollen wir frei von Gefühlen sein? Mit Sicherheit nicht. Wir kaufen uns ja sogar Gefühle. Wir schauen uns Filme an in denen entsprechend Freude und Trauer und so weiter ausgelebt werden kann. Wollen wir frei von Intimität sein? Von körperlicher Beziehung? Von Sexualität? Mit Sicherheit nicht. Auch da kaufen wir auf perverse Art und Weise Befriedigungen, die uns eigentlich gar nicht befriedigen, die uns eher süchtig machen und wir müssen die ganze Zeit mehr davon kaufen. Wollen wir frei sein von Liebe und Zorn? Unser Herzchakra? Unser Gemeinschaftschakra die Versorgung unseres Gemeinschaftskörpers, Wurzelschakra Versorgung unseres grobstofflichen Körpers, Herzchakra Versorgung unseres Gemeinschaftskörpers. Wollen wir frei sein von Gemeinschaft? Wollen wir tatsächlich allein sein? Kaum. Es gibt Momente, wo wir allein sein wollen, und das ist auch gut, aber in der Regel ist der Mensch ein Lebewesen wie viele andere Lebewesen, die Gemeinschaft der Gemeinschaft braucht. Wollen wir frei sein von Kreativität? Von Schaffenskraft? Auch nicht. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, was zu schaffen, was zu kreieren. Und wenn es nur Nahrung ist, die wir schön zusammenstellen, oder wenn es ein Haus ist, was wir bauen, wenn es Kleidung ist, die wir färben, überall ist Kreativität. Wollen wir frei sein von Verstand? Unser Stirnchakra. Wollen wir frei sein von Lernen, von Wissen? Von Zusammenhängen, von Bewusstsein, von Verantwortung und die Verantwortung austragen und lehren und weitergeben. Wir wollen nicht frei sein davon, dann wäre gar kein Leben da, kein lebenswertes Leben. Was ist dann also dieser Wahn von Freiheit? Dass wir mehrere Geschlechtspartner an einem und demselben Tag besuchen können? Selbst das könnten wir zur Not in der Natur haben, wenn wir uns darauf einlassen wollten. Aber in der Natur hat man das Bedürfnis überhaupt nicht. Seit 25 Jahren lebe ich hier in diesem Tal mit den Bäumen zusammen. Sexualität ist was Wunderschönes und wenn es sich ergibt, freue ich mich sehr darüber. Aber ich habe nicht das Bedürfnis. Ich gehe nicht abends ins Bett und habe eine Latte in der Hand und überlege mir, wie ich damit umgehen muss und schaue mir dann Porno an oder hole mir irgendeine Fantasie runter und reagiere mich dann ab. In der Stadt werde ich die ganze Zeit mit irgendwelchen erotischen Bildern konfrontiert, bombardiert, egal wo du hinschaust. Wenn ich mal nach Deutschland fahre, um jemanden zu besuchen, es dauert ein, zwei Tage und plötzlich bin ich am Abend notgeil und ich frage mich, wo das herkommt. Und klar, wenn ich mich umschaue, dann sehe ich, dass ich die ganze Zeit erotisiert werde. Da werden Bedürfnisse geschaffen, die überhaupt nicht natürlich sind. Und aufgrund dieser unnatürlichen Bedürfniswelt glauben wir dann, wir könnten in der Natur nur unfrei sein, weil wir da diese enorme Bedürfniswelt, die in der Stadt künstlich erschaffen wird, gar nicht befriedigen können. Aber wir erkennen gar nicht, dass diese übersteigerten Bedürfnisse in der Stadt, in der Natur gar nicht existieren. Dass sie sich auflösen. Und das ist auch das Geheimnis eines Baumes. Der Baum, der hat gar nicht das Bedürfnis zu laufen. Der Baum ist ein ganz anderes Lebewesen. Dem sein Grundbedürfnis ist es, standhaft, stabil und aufrecht zu sein und flexibel. Noch in einem ganz anderen Maß, als wir Menschen das sind. Und uns Menschen gibt's ja auch deswegen, damit wir von Baum zu Baum gehen können, dass wir durch den Wald laufen gehen können, dass wir zu den Bäumen hingehen können und mit den Bäumen reden können, dass wir ihnen Zärtlichkeiten zukommen lassen können, dass wir ihre Früchte essen können. Da sehnt sich der Baum danach, dass wir seine Früchte essen. Der macht die besonders lecker, damit wir sie essen. Da ist Fruchtfleisch drumrum. Das ist nur Energieverschwendung für den Baum. Der könnte auch eigentlich nur Samen erzeugen und die fallen lassen. Aber das will er gar nicht. Der möchte, dass jemand kommt und diese Früchte isst, verdaut, dass sie ihm schmecken, sonst würde er sie ja nicht essen, und dass er dann woanders, wenn er weiterhin unterwegs ist, seinen Stuhlgang entrichtet und den Dünger mit dem Samen entsprechend auf den Boden bringt. Das wünscht sich der Baum, da träumt er davon. Und wenn wir Menschen das wieder erkennen, das sind jetzt alles nur ganz einfache oberflächliche Beispiele. Bäume sind auf allen sechs Chakraebenen mit uns in Kontakt, nicht nur auf der grobstofflichen, wo sie uns mit Nahrung versorgen. Auch zum Beispiel die Wärme, die Klimazone. Es ist in dem Wald einfach viel angenehmer. Ob das in der Sommerhitze ist oder im Winter. Im Wald ist das Klima immer temperiert. Immer angenehmer als draußen. Ob das das Wasser ist, was wir zum Trinken brauchen. Die Bäume saugen das Wasser nach oben. Der Grundwasserspiegel in einem Wald ist nur wenige Meter tief. Wenn die Bäume abgeholzt sind, sinkt der Grundwasserspiegel sofort auf 30, 40 oder 100 Meter ab. Dann ist das Grundwasser verloren. Ob das die Luft ist zum Atmen, das weiß nun zum Glück jeder, dass die Bäume Photosynthese betreiben und dass dabei Sauerstoff entsteht. Je mehr Bäume und Pflanzen wir vernichten, desto weniger Sauerstoff wird produziert. Wir haben also das Klima. Wir haben das Wasser. Selbst der Regen, das können wir uns kaum vorstellen. Aber ein Baum, ein ausgewachsener Baum wie dieser Baum, der atmet am Tag ungefähr 200 Liter Wasser aus. Und das macht er, um diese Kleinklimazone in seiner Krone entsprechend zu temperieren. Und dieses Wasser verdunstet und steigt auf und bildet Wolken. Das meiste Wasser, was auf unserer Erde abgeregnet wird, also nicht über den Weltmeeren, sondern im Inneren eines Landes oder Kontinentes, stammt von Bäumen. Das ist kein Wasser, was auf den Meeren verdunstet. Das Wasser, was auf den Meeren verdunstet wird, äh, innerhalb weniger Kilometer, wenn es an die Küste kommt, beim ersten Berg, wo das Wasser hoch muss, entsteht entsprechende Abkühlung der Wolken und dadurch entsteht Verdunstungskälte und das äh, äh, was sage ich Kondensationskälte und dadurch entsteht Regen Steigungsregen Das heißt ein paar Kilometer landeinwärts ist schon kein Regen mehr da der vom Meer kommt der kommt weil die Bäume hunderte von Liter Wasser verdunsten jeden Tag und dieses Wasser wird in Wolken übers Land getrieben und jetzt geht's noch so weit dass die Wissenschaftler entdeckt haben dass die Pflanzen Aerosole ausatmen können das sind in luftlösliche Ätherische Öle, die so klein sind, aber so effektiv, dass wenn die in, ein, in, den, in die Feuchtigkeit einer Wolke reinkommen, dass dann die Feuchtigkeit kondensiert und Tropfen bildet und sich dann abregnet. Das heißt, Bäume können sogar Regen erwünschen, indem sie diese Aerosole ausatmen. Und da haben wir alle unsere fünf Lebensgrundbedürfnisse von den Bäumen zur Verfügung gestellt. Das Klima, die Luft zum Atmen. Das Wasser zum Trinken, den Schlafplatz unter bestimmten Bäumen schläft es sich viel besser als in jedem geschlossenen Haus, und die Nahrung, die Früchte. Und es geht dann gerade so weiter Ich habe jetzt in diesem Video nicht, das, nicht die Zeit, alle sechs Chakra Ebenen durchzusprechen, wo wir mit den Bäumen entsprechend zusammenarbeiten. Ich möchte euch nur noch ein Beispiel geben, weil das für uns Menschen sehr leicht nachvollziehbar ist unser Stirnchakra, unsere Intellektualität. In Europa gibt es äh, seit ungefähr 8000 Jahren Buchenwälder. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Die Entwicklung des Menschen hängt auch mit der Entwicklung der Bäume zusammen. Es gibt nicht immer dieselben Bäume überall, zur selben Zeit, an jedem Ort auf der Welt, sondern die Menschen haben sich entwickelt und die Bäume haben sich entwickelt. Und auch bestimmte Bäume haben sich herausgebildet und haben sich besonders gut vermehrt, weil das Klima und der Boden und was weiß ich alles, die Lebensverhältnisse eben passend waren. Und die Buche ist der Baum, der schlechthin die Intellektualität unter den Bäumen verkörpert. Alle Bäume sind intellektuell auf einer bestimmten Ebene, die haben auch entsprechend ein intellektuelles Chakra, was aber nicht so konzentriert ist wie bei uns, was sich bei den Bäumen wesentlich stärker verteilt auf dem gesamten Baum. Aber bei der Buche ist es so offensichtlich, dass sogar unsere Sprache die Buche mit in unsere intellektuelle Vorstellung übernommen hat. Wir verwenden zum Beispiel bis vor wenigen Jahren, als es noch keine Computer gab und keine Digitalisierung, Bücher. Und um Bücher zu drucken, brauchen wir Buchstaben. Ja, da haben wir die Buche. Die Bücher, das ist ein Buch. Ne? Und ein Druide, der mit einer Buche arbeitet, der kann mit ihr wie mit einem Buch arbeiten. Das muss er natürlich lernen, weil die meisten Menschen haben das verlernt, weil sie sich auf viel zu... Ja, lebensnotwendige Oberflächlichkeiten stürzen und konzentrieren und dadurch die Sensibilität für so einen Baum verlieren. Der Buchstabe, da wurde aus der Buche wurden Stäbe geschnitzt und diese Stäbe haben die Druiden hochgeworfen und dann sind diese Buchstaben runtergefallen und haben entsprechende Muster gebildet und da wurden dann die Runen draus und dieses diese Buchstaben, die haben wir dann verwendet, um eben Wörter zu bilden. Wörter, die eine ganz bestimmte Bedeutung haben, die einen Sinn vermitteln können. Bäume machen das auch, aber die machen das nicht mit Buchstaben, die schneiden sich nicht selber Stäbe aus dem Fleiß und schmeißen die in der Gegend rum, sondern die entwickeln bestimmte Düfte, die entwickeln Geräusche, die entwickeln elektromagnetische Felder und Schwingungen. Und diese Kommunikation in Form von Schwingungen ist eigentlich das Schönste, was es hier gibt auf der Welt. Denn in dem Moment, wo diese Schwingungen harmonisch sich ineinander fügen, die Physiker reden von einem Interferenzmuster, empfinden wir Harmonie. Wenn diese Schwingungen zusammenpassen, wenn sie wohlklingend zusammenkommen, dann entsteht Harmonie. Und das ist das, wonach wir uns eigentlich sehnen. Wir sehnen uns nicht nach Freiheit, wir sehnen uns nach Harmonie. Wir sehnen uns nach Wohlklang. Und diese Harmonie ist in der Welt hier auf der Erde angelegt. Und zwar von Anbeginn der Erde. Seit Urzeiten gibt es hier einen Wohlklang. Und das sind so einfache Töne wie zum Beispiel der Jahreston. Die Erde dreht sich in 365 Einviertel Tagen einmal um die Sonne. Und wenn wir diese 365 Einviertel Tage äh, hochoktavieren, das heißt, wir nehmen die Schwingung und machen die immer doppelt so schnell. Dann kommen wir nach über 30 Oktavierungen. Eine Oktavierung nennt man eben die Schwingung doppelt so schnell zu machen. Das kennt man aus der Musik. Ne? Wir haben C, D, E, F, G, A, H, C, C, C. Ist eine Oktave, aber ist derselbe Ton wieder. Und so kann ich auch diese 365, ein Vierteltage, die ganz langsam sind, die wir nicht hören können, die wir aber mit unserem Intellekt durchaus wahrnehmen können, die kann ich oktavieren über 30 Mal und dann komme ich zum hörbaren Cis. Das Cis ist exakt der Ton, in dem unser Herz im Ruhepuls schlägt. Das Cis, wenn ich es vom Ruhepuls weiter hoch mache, das ist ja eine gute Sekunde pro also ein Schlag pro 1,2 Sekunden oder sowas. Ähm, wenn ich das weiter hochoktaviere, dann komme ich zum Cis und das ist der Ton, auf den das Om gesungen wird. Ganz Asien, Indien, die äh, Mantras, das Om Singen. Alles wird auf das Cis gesungen, und zwar sehr exakt. Wenn er von Ravi Shankar euch mal ein paar Bücher äh, anschafft und da durchliest, da redet er darüber, dass er seine Sita auf vier Seiten im Cis stimmt, und zwar eben im Erdenton. Interessanterweise wird in Indien die Musik aufs CIS gestimmt, während sie bei uns im Abendland aufs A gestimmt wird. Mozart zum Beispiel, ne? von dem gibt es eine Stimmgabel im Mozart Museum in Wien, die hat er sich anfertigen lassen, da ist er zu einem äh, Feinschmied gegangen und hat dann einfach so ein Stück Stimmgabel gehabt, da gesagt, ein Stück abschleifen, die muss noch ein bisschen höher werden, ist noch nicht richtig, und dann hat er sie gefunden, das A. Das A ist der Mond. Der Mond kreist in einem Monat um die Erde. Und diese Schwingung, wenn wir die umrechnen und hochoktavieren, dann kommen wir zum A. Allerdings zu einem A mit 420 Hertz, nicht mit 434 oder 440, was wir heute in der Musik verwenden, weil wir so einen Stress erleben, dass äh, diese Grundstimmung des Mondes für uns gar nicht mehr harmonisch wird. Dadurch, dass wir so hektisch sind und so viele Mechanismen um uns herum arbeiten, ob das jetzt Strom ist oder Maschinen, Motoren und was weiß ich alles, Handystrahlung, das verursacht Stress in uns und Anspannung verursacht Erhöhung der Töne. Wenn ich eine Gitarrenseite spanne, wird sie höher. Und genauso passiert es in unserem Leben. Wir können das A nicht mehr als Originalton des Mondes wahrnehmen, sondern wir nehmen es inzwischen einen Halbton höher. Unsere Orchester werden heute auf ein B gestimmt und nicht mehr auf ein A. Mozart würde sagen, das habe ich nicht komponiert. Wenn er, selbst wenn Karajan sowas äh, inszeniert, macht er das zu hoch. Der verwendet nicht mehr die Originalstimmung des Mondes. Und das Verrückte ist, die Stimmgabel Mozarts, obwohl er keine Messgeräte hatte damals, sondern nur mit seinem absoluten Gehör sagen konnte, das ist ein A. Diese Stimmgabel existiert noch im Mozart Museum in Wien. Und ihr lacht euch kaputt. Das, die ist um ein Viertelherz falsch. Das heißt, die ist exakt, absolut exakt. Es ist unglaublich, wie gut dieser Mensch hören konnte, wie sich der Mond bewegt. Der wusste, der spürte, der hörte. Das ist ein A. Und das ist das Geniale. Das ist die Harmonie. Und die haben wir nur wenn wir frei sind von all dem Unnatürlichen, und dadurch bekommt für mich Freiheit eine ganz neue Bedeutung. Alles, was unnatürlich ist, was wir Menschen mehr oder weniger unsinnigerweise, weil es nicht nötig ist, unnötigerweise produzieren, das stört uns, das erzeugt Frequenzen und Schwingungen, die nicht harmonisch sind mit den Urschwingungen der Erde. Ob das jetzt der Jahreston ist oder der Monatston oder der Tageston, wo die Erde um sich selber dreht oder die Planetentöne, alles Mögliche bewegt sich in sehr konstanten Schwingungen und es wirkt auf uns ein. Das sind Urschwingungen. Diese Urschwingungen des Jahres, des Monats, des Tages, die wirken auf einen Baum. Und wenn der Baum älter ist als 50 Jahre, so wie der 150 Jahre, der hat 100 Jahre lang nur die Urschwingungen, die natürlichen Urschwingungen der Erde erlebt. Darin ist er gewachsen. Und in diesen Schwingungen ist er auch noch besonders resonanzfähig, weil diese Formen, diese Abstände, die Proportionen, die er sich entwickelt hat, extrem gut in diese Urschwingungen, in diese alten Naturschwingungen harmonisch hineinpassen. Auch wir Menschen sind im Prinzip lebende Stimmgabeln. Unsere Prop Proportionen sind so angelegt, dass wir in bestimmten Grundschwingungsmustern besonders gut resonieren können. Und das ist dann das, was wir als Harmonie erleben, weil sich diese Schwingungen plötzlich so überlagern, dass sie zusammenpassen und nicht stören, weil unsere Elle genauso lang ist, dass sie ein gerades Vielfaches der Wellenlänge von bestimmten Naturschwingungen darstellt. Und das sind Geheimnisse, die haben schon viele Wissenschaftler auch auseinandergebüßert. Ihr kennt alle die Zahl Pi, die Kreiszahl, ihr kennt den goldenen Schnitt, ihr kennt die Fibonacci-Zahlenreihen und was es da alles auch geben mag. All das hat mit Harmonie zu tun, die aus der Natur kommt, nicht Harmonie, die wir Menschen erfunden haben. Und wenn wir es schaffen, in dieser Harmonie uns einzufügen und mitzuschwingen, wenn wir unser Leben wieder so gestalten, dass wir in Resonanz treten, in harmonische Resonanz zu den natürlichen Urschwingungen der Welt, der Mutter Erde, möchte ich sagen, dann empfinden wir Harmonie und dann erleben wir Gesundheit dann erleben wir Freude, dann erleben wir Lebensfreude und da beginnt das Leben und nicht da, wo wir in der Stadt uns versuchen, Leben zu kaufen und das dann als Freiheit bezeichnen, die es eigentlich überhaupt nicht gibt.